Das ist immer wieder schön. Einen wunderschönen, wunderschönen guten Tag, liebe Beate Glöser. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Dankeschön. Ich freue mich. Ich habe heute Morgen eine Mail von jemandem bekommen, der ich zum Geburtstag gratuliert habe mit einer Sprachnachricht, wie ich das immer mache. Und die hat mir eine Sprachnachricht zurückgeschickt und hat gesprochen. das ist so schön, das gab es früher nicht, dass man mit Menschen, die man gar nicht kennt, so verbunden ist. Und weil ich so immer sage, ich bin Verbindung, ich habe keine Verbindung, sondern ich bin Verbindung, habe ich so gedacht, oh, das passt auch zu dem Interview mit Beate. Kenne ich die? Natürlich kenne ich die. Habe ich die schon mal gesehen? Nee. Habe ich die schon mal gedrückt? Nee. In Gedanken? Oh, ganz oft. Ach, wie schön, ja. Und ich glaube, du fühlst das genauso. Also es ist ganz, ganz, ganz häufig. Ja, ich denke auch, das ist ein schöner Ausdruck, denn du sagst, ich bin Verbindung, ja. Weil in erster Linie geht es ja darum, dass wir Verbindung zu uns selbst haben und natürlich durch Menschen im Außen erkennen wir uns wieder. Und deswegen ist die Verbindung ja immer da oder weil wir die Verbindung eben sind. Und wenn wir nämlich uns in anderen erkennen, die toll finden oder irgendwas an ihnen sehen, ist das ja auch immer ein Teil von uns selbst. Das hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Ja, genau. So sehe ich das. Ja, deswegen ist immer so cool, wenn ich erinnere mich noch an eine Situation, wo meine Mutter mal zu mir gesagt hat, was regst du dich denn so auf? Und ich dachte so, ich reg mich gar nicht auf. Das war so Bildersprache, ne? Und ich bringe auch immer in meinem Podcast, im Coaching mit den Mandanten, wenn du Kinder hast, die ein unaufgeräumtes Zimmer haben, dann gehst du in dieses Zimmer und sagst, wie sieht es denn hier aus? Und das Kind sagt, so ist in Ordnung. Ja. Ich habe dich eingeladen, jetzt aktuell, weil mir aufgefallen war, dass, wir sagen hier in Köln, Beate geht ab wie Spitzkatze. Okay, interessant. Du warst schon immer toll, aber der Bambus ist jetzt, hat jetzt die Erdoberfläche durchbrochen und alle meinen, oh, das ja, die ist vom Himmel gefallen. Nee. Geil, ja. Die ist irgendwann vom Himmel gefallen, der Storch hat sie gebracht, aber da wollte ich auch noch näher was zu sagen, ich finde das auch so süß mit deiner Sprache, wo der Storch dich gebracht hat und alles sowas mit Wurzeln, muss ich mir auch noch, ich habe ja keinen Zettel. Ich hole mich auch selber immer aus meinem Thema wieder raus und unterbreche mich. Was fällt dir dazu ein, was ich eben gesagt habe? Ja, ich finde, also da fällt mir sofort dieser eine Satz ein, den kennst du vielleicht auch. Auf einmal sah es aus, als wäre es über die Nacht passiert. Ja. Weil es so für Außenstehende immer so aussieht, als wäre es auf einmal der Erfolg da, ne? Und die Wahrheit ist einfach eine ganz, ganz andere, weil ich will ja nicht sagen, dass alle irgendwie dran, also hart arbeiten, weil das ist auch nicht mein Weltbild. Aber es ist so, also mein Weltbild ist, ich mache einfach immer weiter und weiter. Also weißt du, ich habe schon vor drei Jahren habe ich das gesehen, was ich heute manifest habe. Also das, was heute sozusagen auch andere sehen, habe ich schon vor 3 Jahren gesehen und gespürt. Und vielleicht nicht so konkret, vielleicht, ja, wahrscheinlich noch viel größer und dann unterschiedlich, aber ich bin immer weitergegangen, egal was mir das Leben geschenkt hat, ja. Also egal was im Außen war, hat's mal scheiße ausgesehen, ja, hatte ich auch mal Kackkunden, ja. Also diese ganzen Dinge habe ich auch erlebt und ich habe trotzdem an dem festgehalten, wie ich es haben will. Also immer gesehen, was im Außen ist, was will ich nicht haben. Ich habe es immer als eine Inspiration gesehen zu dem, wohin ich will. Und ich habe einfach nicht aufgehört. Und das ist das, was ich mache, machen viele. Also weißt du, oh, manifestieren und Erfolg und Geld. Ne? Also es ist nicht so, dass das Thema jetzt irgendwie neu ist. Nee. Und gleichzeitig erlebe ich aber, dass viele Menschen das nicht wirklich leben.
Die verkörpern das nicht, sondern sie erzählen Theorie aus dem, also so spüre ich es. Und ich habe auch mal Theorie erzählt. Also ich will das auch nicht mal schlecht reden, weil wir fangen einfach irgendwo mal an, machen dann Erfahrungen, dann wird die Theorie gelebte Praxis und dann wird die gelebte Verkörperung. Ja, also weißt du, wie ich meine? Und es ist alles gut. Ja. Nur bin ich jetzt heute an der Stelle, wo ich sage, das, was ich erzähle, ist nicht einfach nur eine Theorie, sondern das, was ich erzähle, habe ich alles durchlebt. Ich habe sozusagen die Theorie anhand von meinen Erfahrungen erlebt und verkörpere es. Also ich sage dir nicht, wie es geht und hoffe, dass es funktioniert, sondern ich weiß einfach, was funktioniert, weil es universelle Gesetze sind und die funktionieren halt immer. Aber unsere Angst loszulassen, unsere Angst oder die Gewohnheit am Alten festzuhalten, ist so groß, dass wir uns auf das Neue halt so wenig einlassen wollen. Ich finde das auch so krass. Ich mag immer so diese Bilderbeispiele, du ja garantiert auch. Du hättest doch niemals gesagt, beim Rollerfahren, jetzt überlege ich mir, boah, was kann da alles passieren? Das will ich lieber nicht lernen. Aber genau, tatsächlich, ja. Weil wir aber beim Wissen oder beim Business oder was auch immer, wir wissen alles und trauen uns aber nicht umzusetzen, weil wir ja, die Sachen im Kopf haben, die passieren können, aber ich glaube, die Superwurzel, das fehlte, glaube ich, bei dir, bei deiner grandiosen Erläuterung, wie ich mache immer weiter. Und du hast an dich geglaubt. Absolut, ja. Ne? Und das ist das, was, glaube ich, das, der Missing Link bei vielen auch. Ja, ich würde sogar, Silvia, sagen, ich habe noch nicht mal so wirklich an mich geglaubt. Also ich habe oft auch an mir gezweifelt, weil viele glauben eben, dass mit ihnen was falsch ist, wenn sie zweifeln. Ich habe auch an mir gezweifelt, aber da war immer so eine Stimme in mir, so ganz, ganz tief. Und die sagte dann immer, aber was ist, wenn es funktioniert? Aber was ist, wenn es funktioniert? Und die war halt stärker als alles andere. Und ich hatte, und das ist auch ganz, ganz wichtig, ich hatte halt immer Mentoren, die einfach an mir geglaubt haben. Ja. Weil man muss schon ehrlicherweise sagen, dass auch ich komme aus dem System, ich komme aus Polen, das hast du vorher so ein bisschen, wo bin ich her? Na, ich komme aus Polen, aus einem sehr funktionierenden System und immer sehr leistungsorientiert. Mhm. Und nur wenn du Leistung bringst, bist du wer. Das heißt, ich habe mich sehr lange über die Leistung, über viel machen definiert. Und ich habe sehr viel natürlich auch gesagt bekommen, das ist nicht richtig bei dir, da bist du falsch, das ist nicht gut, ach, kannst du es nicht bitte besser machen? Hey, warum eine 1 bis 2? Eine 1 wäre doch auch gut. Und wer hatte eine 1? Also diese Dinge habe ich immer wieder gehört und das hat was mit mir gemacht. Ja, das hat natürlich in mir den Glauben nicht unbedingt gestärkt an mich, sondern ich habe immer wieder gezweifelt, ich bin nicht gut genug. Der universelle Glaubenssatz, den die meisten haben. Aber ich hatte eben Mentoren, die halt so krasse, ich habe halt immer von denen gelernt, die dort waren, wo ich sein wollte. Mhm. Und die haben halt so einen Glauben gehabt ins Leben. Mhm. Und die haben dann auch den Glauben gehabt in uns Mentees. Ja, so, ey, du kannst es auch, ich bin nichts Besonderes. Und ich dachte, bist du wohl? Du bist was Besonderes. Hör auf, so einen Scheiß zu erzählen. Für mich bist du was Besonderes. Und weißt du, heute fühle ich das genauso. Ne? Ich dachte, ich bin nichts Besonderes. Ich habe vor 3 Jahren noch im sozialen System gearbeitet, habe kein Geld verdient und war wirklich, also normal, ja. Oder was ist normal? Aber so wirklich nichts Besonderes. Und heute sage ich auch, wenn ich das kann, kann es jeder. Also ja, weißt du? Ich habe gestern ein Interview zur Vorbereitung gesehen von irgendeiner, der dich interviewt hat. Und da habt ihr beide, seid ihr so zu dem Schluss gekommen, nee, eigentlich ist nichts anders. Wir sehen es nur anders. Also eigentlich ist alles genauso. Ja, und ich, weißt du, wenn ich heute zurückblicke, wie vor 3 Jahren, vor 10 Jahren, also so mein innerer Körper, meine Seele, die fühlt sich nicht anders. Ja. Ich habe eine höhere Energie, ich bin kraftvoller, sicherlich mit dem Ausdruck. Aber ich fühlte das auch schon vor 10 Jahren, dass das irgendwo in mir schlummert. Ja. Nur habe ich mich damals nicht getraut, das so nach außen zu tragen, weil natürlich diese Dinge waren, oh, was denken die anderen? Ja, kann ich das jetzt so machen? Und was ist richtig? Weil ein großer Paradigm ist auch, man will es richtig machen, ja?
Du wirst halt benotet für richtig sein. Ja, richtig und falsch. Musst ja, du, absolut. Der Frau Rechtsanwältin kannst du davon was erzählen. Weißt du, wenn ich in die Welt gehe und sage, es gibt kein richtig und falsch, dann sagen die, du hast du nicht mehr alle, du bist Rechtsanwältin. Wenn du nicht weißt, was richtig und falsch ist. Ja, aber was gestern richtig war, ist heute falsch. Ja, ganz genau. sag mal, richtig und perfekt. Das fand ich, ich finde deine Sprache immer so süß. Die fand ich schon immer süß. Also du bist mir, glaube ich, erst wegen der Sprache aufgefallen vor. Ach, witzig. Winter. Okay. Und dann habe ich gedacht, wo kommt denn die her? Und weil ich vertrete ja auch so diese These, wir sind alle eins und jeder, wir haben alle Verbindung. Ich bin eine halbe Polin, aber das weiß auch keiner. Masuren. Mein Papa kommt aus Masuren. Und, ach, wie schön. Und wir waren auch schon zusammen da und alles sowas. Also das sind, wenn wir uns mal damit beschäftigen würden, was uns mit den anderen Menschen verbindet, anstatt den Fokus darauf zu legen, was uns vom anderen trennt, dann wäre das alles viel einfacher im Leben. Ja, definitiv. Jetzt hast du irgendwann Anfälle gehabt, dass du gesagt hast, also meine Wurzeln sind so sowieso, vielleicht kann das jetzt, bremst mich das? Oder hast du mal so Gedanken gehabt und bist du immer so gewesen, dass du gesagt hast, ich bin einfach geil und ich marschiere durch? Nee, gar nicht. Und gar nicht und doch. Weißt du, und das ist halt genau die Polarität, ne, im Leben. Also wir haben ja das Gesetz der Polarität und wir definieren uns oft einfach über das Gegenteil. Und ich hatte einerseits, habe ich schon auch... also ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie, ja, und ich komme nicht aus einer Familie, wo Geld einfach da war. Ich habe gerade auch gestern einen Post geschrieben, also mein Normal waren Hosen aus dem Aldi, zu breit, weil ich musste immer große Größen kaufen, weil je größer, desto länger. Das war früher so, ja. Also das war so mein Normal. Mein Normal war, wenn alle ins Kino gehen, ich sage, ich habe keine Lust, weil ich mich geschämt habe zu sagen, ich habe kein Geld, ins Kino zu gehen, ja. Also von daher... Es war schon so, also dass die Wurzeln aus Polen jetzt, also dass ich aus Polen komme, ich habe das nie, also nicht irgendwie gesehen als ein Vorteil, aber ich glaube, ich habe das auch nicht als einen Nachteil gesehen. Also es war etwa, also es gab Zeiten, wo ich mich ein bisschen dafür geschämt habe, aber das ist schon sehr, sehr lange zurück, weil mein Papa immer, wenn ich auf Polnisch geredet habe, sagte, psst, rede Deutsch. Das habe ich ganz, ganz oft gehört, weil die anderen sollen nicht wissen. Also er hatte da so einen negativen Attachment zum Polnisch sprechen. Ne? Und wir immer so, ja, ganz ehrlich, ich meine, vor 20 Jahren, wenn ich Deutsch gesprochen habe, hat jeder gehört, dass ich keine Deutsche bin, ja, oder keine in Deutsch Geborene bin, ja. Und von daher fand ich das ein bisschen komisch. Und gleichzeitig hat das schon auch was mit mir gemacht, ne? Also das hat irgendwie auch unterbewusst gewirkt. Ich hatte halt insoweit lange Zeit geglaubt, ein Nachteil davon zu tragen ist, naja, ich komme aus einer Arbeiterfamilie und für mich ist Selbstständigkeit nichts. Ich kann keine Unternehmerin sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit Polen verknüpft ist, mehr oder weniger vielleicht, aber mehr dieses, naja, meine Eltern sind halt normale Arbeiter und für mich, für andere ja, aber für mich ist das nicht vorgesehen. Deswegen dachte ich ganz lange, ich sag das jetzt mal so, ich habe das schon mal gesagt, ich dachte, ich heirate einfach einen reichen Mann. Ich dachte, ohne Scheiß. Das ist ein verbreitetes Übel. Ja, ich dachte nämlich, ich kann es ja selbst nicht, also heirate ich einen reichen Mann. Ja, und dann kommt... Genau das Richtige in meinem Podcast. Ja, aber weißt du, das zeigt aber wiederum etwas, was ich habe das lange erst abgelehnt und dachte, ich kann nicht das so sagen, weil ich schäme mich für das, was ich geglaubt habe. Ja. Aber weißt du, dahinter steckt auch sowas, ich hatte immer einen Drang dazu oder ein Bedürfnis, ich wollte reich sein. Ich wollte einfach schon immer also Geld ist kein Thema. Ich wollte immer, dass Geld kein Thema ist, dass Geld einfach immer so viel da ist, dass ich nicht von Geld bestimmt werde. Also mein Glaubenssatz oder meine Philosophie ist nicht, ich brauche viel und es ist alles, oh, ich muss das haben, um glücklich zu sein, sondern
das, was ich haben will, kann ich einfach haben, weil ich über Geld mir keine Gedanken mache, weil Geld einfach kein Machtmittel ist über mich, sondern ich bestimme über Geld. Ja, das erinnert mich so an diesen spontanen Flug nach Mallorca mit der Tochter. Genau. Und das ist einfach, auch der Hut gestern. Ich habe mir gestern eine Tasche gekauft, einen Hut und das Kleid, was ich anhabe, ja. Einfach mal spontan, weil ich dran gelaufen bin. Und dann gucke ich noch nicht mal auf den Preis, sondern ich nehme es einfach, weil ich weiß, ich kann es mir leisten, ja. Und das ist etwas, das feiere ich, weil ich das schon immer so wollte, ja. Und jetzt ist es so, das sind so geile Nuggets drin, weil wir glauben oft, es gibt nur einen Weg, wie wir etwas bekommen. Also wir sind sehr stark verharrt in dem, wie bekomme ich etwas, was ich haben will. Mhm. Und ich dachte, wie gesagt, also es ist schon natürlich sehr, sehr viel früher. Ich bin ja mit meinem Mann 22 Jahre schon zusammen, ja. Aber ich dachte tatsächlich als junges Mädchen, ich heirate einen reichen Mann, ich bin dann Prinzessin, ich heirate einen Prinzen und ich lebe in einem Schloss. Das war mein Traum. Ja, und dann kam mein Mann, der arbeitslos war, und ich habe ihn trotzdem geheiratet. Weißt du, so. Aber ich wusste immer, dass er ganz, ganz viel Potenzial hat. Also ich spürte das schon damals, dass er reich ist. Wenn er jetzt kein Potenzial hätte, dann wirst du halt selber reich und dann ist die Beziehung trotzdem glücklich. Also naja, aber das habe ich so damals nicht gedacht, ne, dass ich reich werden kann. Also Und das auch so, die erkennen, also im Laufe der Jahre und auch an einer Stelle, wo es uns sehr, sehr finanziell auch nicht gut ging, wo wir wirklich finanziell, und das war vor 4 Jahren, wo wir so kurz vor einer Pleite waren, wo es drohte, dass wir alles verlieren. Hm. In dem Moment habe ich erkannt, dass ich einen Glaubenssatz habe, und zwar, dass ich nicht mehr verdienen darf als mein Mann. Mhm. Und meinem Mann ging es schlechter, immer schlechter, und es ging, wie gesagt, also wirklich so sehr, sehr bergab. Und ich so, warum warte ich eigentlich, bis mein Mann Geld verdient? Ja. Und das war eine Entscheidung, die ich da getroffen habe. So, okay, jetzt gehe ich voran. Obwohl ich vorher auch schon immer vorangegangen bin und gemacht habe, aber ich habe das Thema Geld nie bewusst so in den Fokus gestellt. Ja. Mhm. Weil es mich nicht interessiert hat. Und heute sage ich das auch, nur sage ich das auf eine andere Art und Weise, weil es geht ja nicht darum, dass du sagst, Geld ist mir egal, sondern Geld ist mir egal und Geld ist mir wichtig zugleich. Mhm. Ich lehne es nicht ab. Und viele sagen, naja, Geld ist ja nicht so wichtig. Liebe ist wichtiger, Gesundheit ist wichtiger. Ja, es gibt zwei Gruppen von Leuten, die das sagen. Entweder die haben ganz viel oder... Die sagen das auf eine andere Art und Weise. Die, die ganz viel haben, sagen das auf eine andere Art und Weise. Und die, die keins haben, die sagen das auf eine bestimmte Art und Weise. Die, die kein Geld haben, und das habe ich nämlich auch gemacht, die sagen das, weil sie es eben nicht haben. Mhm. Und da einfach eine innerlich auch eine Ablehnung dazu ist. Und die werden, und die lehnen auch oft die Reichtümer ab und Luxus und auch Menschen, die Geld haben. Da ist so unterbewusst so, ne, so, aber wenn du sagst, Geld ist nur ein Symbol, ne? Geld ist nur Energie, Geld ist Mittel. Wie immer, Geld ist das, was du denkst. Richtig, Geld ist das, was du denkst, ja. Und für mich ist Geld Energie und Geld ist einfach, ich nutze Geld, um mein Leben noch bequemer zu machen. Hm. Was sind denn deine... Um mich zu erkennen, um Erfahrungen zu machen. Ich nutze Geld, um Erfahrungen zu machen. Je mehr Geld ich habe, und es ist definitiv so, kann ich vielfältigere Erfahrungen machen wie vorher. Ja, ich war mit dir in Afrika. Vielen Dank fürs Teilen. Zum Beispiel. Ich weiß nur in diesem Jahr, und wir haben gerade April, war ich auf 4 Kontinenten insgesamt. Ja, und das ist, das hätte ich nicht machen können, wenn ich das Geld nicht dazu hätte. Ja. Nur das Spannende ist, ich habe angefangen, erst Geld zu investieren, bevor es da war. Das muss so sein. Ja, das sagst du. Mhm. Die meisten sagen, wenn ich dann mal Geld habe, dann mache ich es. Wie wir das sagen, desto mehr wird sich das verbreiten. Genau, ja. Sag mal, Beziehung. Ich rede mit dir jetzt über Beziehung. Und zwar, Beziehung ist in meinen Augen ja was zum Wachsen da ist. Und
Du warst ganz viel, aber jetzt alleine unterwegs, ne? Wieso, warum, weshalb, was hat's mit dir gemacht? Erzähl. Ich glaube, da gibt es kein Warum. Also so jetzt im Sinne von, sondern, also in Mexiko war ich ja, da war ja auch meine Familie war ja mit dabei. Und dann habe ich ja drei Reisen alleine gemacht. Einfach weil ich Bock drauf hatte. Ich ahne, wo du auch dich hast schleifen lassen. Ja, also weißt du, es war im Februar war es so, dass ich mal so da saß, zu Hause. Das war eben nachdem wir die schöne Reise in Mexiko hatten und ich die so genossen habe, die war ein Traum, ja. Das war für mich eine Transformation auf unterschiedlichsten Ebenen. Und dann sitze ich wieder zu Hause im kalten Deutschland, die ganze Beregelung und so. Und ich dachte, ich muss hier raus. Ich muss hier einfach raus. Und dann habe ich meiner Reisefee geschrieben, so du, ich will raus. Ich will irgendwo, wo es keine Regeln gibt, irgendwo, wo es warm ist und ich brauche mehr. Such mir was aus. Und dann hat sie eben Dubai gesagt. Und ganz ehrlich, ich hätte meinen Mann auch mitgenommen. Also ist gar kein, also weißt du, das war nicht so, dass jetzt ich alleine musste. Der Impuls war nicht, dass ich jetzt alleine wegfliegen musste, sondern der Impuls war wegzugehen. Aber Fakt war, dass mein Mann einfach jetzt noch nicht diesen Job hat und diese Freiheit mit seinem Unternehmen wie ich. Und er sagte, er kann nicht. Und jetzt früher hätte ich gesagt, naja, okay, dann geht's nicht. Genau, das hat ja auch was mit Beziehung zu tun. Wie lebst du Genau. Beziehung? Ja, und dann habe ich gesagt, naja, wohl wissend, dass mein Mann so gerne nach Dubai möchte. Genau. Wohl wissend, dass mein Mann dann sagt, ich wollte doch gerne mit dir das erste Mal nach Dubai. Und natürlich hat er das gesagt. Und gleichzeitig aber war klar, also das war übrigens für mich eine krasse Transformation, weil ich habe mich am Anfang auch tatsächlich, also das war wirklich eine krasse Geschichte, weil ich habe am Anfang mich nicht getraut, mich darüber zu freuen zu Hause. Ja, ich kriege gerade so Fell auf den Armen, weil das ist tatsächlich, das hatten wir gestern irgendwo als Thema. Was verbietest du dir in der Ehe? Und wofür ist Ja. denn eine Ehe da? Um sich zu entwickeln oder um sich was zu verbieten? Weil Genau. ich war nicht mehr in den Bergen fast 10 Jahre lang, weil der Mann immer ans Meer wollte oder an den See. Da habe ich gedacht, irgendwann, nachdem der dann weg war, habe ich gedacht, und als erstes war ich jetzt in die Berge. Da ist es mir aber erst hinterher aufgefallen. Und du, Ja, aber Mann? das, ja. Und das Spannende ist, es ist ja nie der andere, der dir das verbietet, ne? Sondern das bist ja immer nur selbst. Und ich habe das, genau diesen Prozess habe ich so deutlich gefühlt, weil ich mich selbst dann nicht so darüber gefreut habe, wie jetzt, wenn er vielleicht mitgekommen wäre, weil ich dieses alte Paradigm, naja, man muss es zusammen und dann habe ich natürlich so Next-Level-Entscheidungen getroffen, so Limousinen-Service, 5-Sterne-Suite, 7-Sterne-Hotel, also wirklich die größten Luxusdinger, die ich vorher auch in dieser Form nicht ausgelebt habe und das alleine, ne, und das alleine. Und dann habe ich gemerkt, also diesen ganzen Prozess des Sich-Erlaubens, den habe ich so bewusst durchlebt und ich bin so dankbar dafür, weil ich ihm dann auch offen gesagt habe, dass ich mich nicht traue, mich mit dir zu freuen. Dass es irgendwie mich hemmt, dir zu zeigen, was für eine geile Suite über 170 Quadratmeter im 7-Sterne-Hotel ich habe, weil ich so das Gefühl habe, ich kann das jetzt gerade so mit dir nicht. Und er so, ja, warum nicht? Ich so, ja. Ganz viele Dinge in der Beziehung haben wir nur im Kopf. Natürlich. Wir haben Angst und ich sage immer, frag dich, ist es Angst oder ist es Liebe? Und gleichzeitig ist es auch sogar, wenn er so fühlte, weil er hatte ja auch so ein bisschen dieses Gefühl von, ja, ich würde doch auch gerne. Ja, eigentlich hätte ich so gerne. Natürlich hatte er das auch. Aber das Krasse ist, dass du ja im Außen das erlebst, was du innerlich drin hast. Weil er hat das gefühlt, weil ich es gefühlt habe. Also weißt du, ich hatte ja diese Angst, mich zu freuen. Und ich dachte, er ist vielleicht eifersüchtig. Er will nicht, dass ich alleine fliege. Und was habe ich praktisch im Außen erlebt? Dass er das genau gefühlt hat. Dann haben wir darüber gesprochen. Wir haben das offengelegt. Und auf einmal war die Situation eine komplett andere, ja. Er konnte sich mit mir freuen. Natürlich hat er gesagt, wäre schön, wenn er mitkommt. Ich so, ja, das nächste Mal kommst du halt mit, ja. Also wir haben schon sehr viele gemeinsame Pläne, was Business angeht.
Von daher, es ist einfach nur, ich lasse mich heute im Hier und Jetzt nicht aufhalten, wenn ich etwas machen will. Ja, und es ist so wichtig. Ich meine, wenn die Beziehung das ist, ja, das hier, und hier ist der eine und das der andere. Es ist schön, wenn sich das so gleichartig entwickelt, aber man darf ja nicht vergessen, verbunden ist man in der Mitte und da tauscht man sich aus. Also insofern, deswegen ist es auch nicht verwunderlich, wenn in Beziehungen, die nicht so gepflegt werden wie bei euch, also wenn man nicht spricht zum Beispiel, nicht wahr? Ja. Dann weiß man ja gar nicht, was der andere denkt. Wenn sich diese Teile von der Acht auseinanderentwickeln, dann ist es halt einfach nur zu Ende, sonst nichts. Dann darf man sich dankbar erinnern, ne, was man gemeinsam hatte und was man geschafft hat. Und dann ist gut. Absolut, ja. 22 Jahre Beziehung. Ich mag immer gerne wissen von den Menschen, auch insbesondere von den Bewussten. Was tun die so aktiv für ihre Beziehung? Gibt es bei euch irgendwie Rituale oder hast du 3 Beziehungstipps von Beate Glöser? Wow. Also wir machen einfach gemeinsam, also und das haben wir schon immer gemacht, auch als die Kinder klein waren, wir haben immer gemeinsame Auszeiten genommen als Paar. Also seit die Kinder klein waren, haben wir einfach unsere Kinder auch weggegeben zu Oma. Und wir sind essen gegangen, wir sind Wellness gegangen, wir sind reisen gegangen, auch wenn es nur kurz war, übers Wochenende. Aber wir haben einfach diese Zeiten für uns gepflegt, dass wir uns als Paar einfach begegnen und nicht nur als Eltern. Und ja, jetzt bin ich natürlich auch eine Mama, die jetzt keine so Dingsbums-Mama ist. Lucke. Ja, also ich bin jemand, der einfach Freiheit liebt, auch als Mama es liebt. Deswegen war mir das immer sehr, sehr leicht gefallen. Ja, jetzt sind beide Kinder gerade nicht da und ich genieße es, weißt du. Ich denke nicht so, oh yay, jetzt fehlt mir was. Ne? Das heißt, für Beziehung ist für mich einfach ganz, ganz stark die Beziehung zu mir selbst, dass ich sie pflege. Ja. Aber auch die Beziehung zu meinem Partner, dass wir gemeinsam über Ziele sprechen, gemeinsam über Visionen sprechen, gemeinsam irgendwie diese Vision für uns haben. Weil es kann natürlich schon auch sein, dass du dahin willst und der andere dahin willst. Und wenn du nicht drüber sprichst, dann spürst du das immer stärker und stärker im Alltag und du weißt gar nicht. Und dann fühlt sich das so an wie... Und das sagen auch viele, ah, wir haben uns so auseinandergelebt. Nee, ihr habt euch nicht auseinandergelebt, sondern ihr habt einfach nicht miteinander gesprochen. Und das war einfach der ganz normale Weg, sag ich mal. Ja, nur wenn du halt nicht sprichst und nicht den Kurs mal, wie heißt das beim Kurs wieder, weißt du, so auf Kurs justieren, dich bringst. Justieren. Ja, genau, dass du nicht wieder justierst, dann brauchst du dich nicht wundern, dass das einfach nicht funktioniert. Das andere ist, also ein großer Tipp, was wir halt machen, wir sind mega ehrlich zueinander und wir sprechen über Themen, die unbequem sind. Mhm. Also wir sprechen über sowas wie, boah, den finde ich jetzt aber, der sieht aber toll aus, der hat einen knackigen Hintern. Ja. Weißt du? Wir sprechen einfach über Gefühle, die in uns kommen, auch wenn andere Menschen im Feld sind. Ja. Wenn ich jemanden anderen mag und ich mag an dem halt besonders irgendwas, weil ich mich mit ihm so tief unterhalten kann oder was weiß ich, dann kann ich darüber mit meinem Mann sprechen und der flippt nicht aus. Ich habe mal so eine Frage, ich habe mal ein Buch gelesen und da war so eine Frage drin und die fand ich sehr gut. Was ist das, worüber ihr nicht sprecht in eurer Beziehung? Bei mir, in meinem Fragebogen steht als erstes, gibt es irgendwas, was dein Partner nicht weiß von dir? Genau. Und ich würde sagen, also bestimmt, weil, weißt du, aber nicht, dass ich bewusst das verheimliche inzwischen, sondern du kannst ja dein ganzes Leben nicht erzählen, ja, weil das müsste er dann selbst durchleben. Das funktioniert nicht. Aber es gibt Dinge, für die ich mich geschämt habe, die mir sehr, sehr peinlich waren und die er inzwischen weiß. Und die waren für mich... Transformation, wo ich gedacht habe, er wird mich dafür verurteilen, weil es mir so peinlich war. Ich habe Dinge gemacht in meiner Jugend, die waren... Ja, das... Ne? Jedem fällt da was ein. Genau.
Genau. Und ich hab die alle, wirklich alle meinem Mann erzählt. Und wirklich so peinliche Dinge, ne? Von daher, ich glaube schon, dass wir über die wichtigsten Dinge sprechen, was aber immer wieder kommt. Und das ist eben auch ein Prozess. Und deswegen ist es was Aktives in einer Beziehung. Es schleicht sich immer wieder sowas ein, ja, über das wir auf einmal nicht sprechen. Mhm. Das ist nicht, naja, bis jetzt haben wir immer über alles gesprochen und jetzt haben wir uns ausgetauscht, jetzt ist es auf einmal wieder toll. Und dann kommt wieder das Leben und der Alltag und dann bin ich wieder genervt, weil er irgendwas gesagt hat oder er ist von mir genervt und dann sagst du das nicht, dann sagst du jenes nicht. Und man muss da sehr, sehr achtsam sein und sehr, sehr bewusst sein, genau solche Dinge da auch anzusprechen, weil wenn wir dann wissen, dass der andere halt sich verletzt fühlt oder dass er das halt nicht so gut aufgreift oder dann halt irgendwie ausflippt oder so macht und ich keinen Bock habe auf dieses ja, sondern ich will nur eine bewusste, weißt du, Auseinandersetzung damit, dann weiß ich schon auch bei mir, dass sowas hochkommt und das jetzt unabhängig von meinem Mann, sondern grundsätzlich im Leben, ach, weißt du was, so wichtig ist es mir nicht. Da muss ich das jetzt nicht erzählen, ja, weil manche Dinge kann ich natürlich auch mit mir selbst ausmachen. Aber man muss da sehr achtsam sein. Also was ist das dann, wo man sich wirklich wieder so auseinander bewegt, weil man Dinge, die halt trotzdem da sind, das ist wie so dieser Elefant, der im Raum steht und man macht so, als wäre er nicht da. Ja, ja. Ja, sehr schön. Also das ist wie, ich sage, ich habe noch ein geiles Beispiel, weil du auch Bilder magst. Das ist ja so, wie wenn du einen Haufen Scheiße im Wohnzimmer hast. Es stinkt bestialisch, aber du machst so, als wäre es nicht da. Du läufst immer so drum herum, anstatt das einfach wegzuräumen, ne? Ja, ich schmeiß noch ein Bild rein. Also jetzt nicht zum Thema Scheiße, sondern das Ganze, was du erzählst, das ist ja so ein Seiltanz mit dieser Achtsamkeit. Wie packe ich das an? Was fühle ich da? Was mache ich damit? Es ist ständig ein Prozess. Es verändert sich ständig. Es kommen immer wieder, die Sachen kommen immer wieder und in anderer Form. Es wird ja immer so gesagt, naja, also wenn du die Sachen nicht löst, dann kommen die immer wieder. Die kommen auch wieder, wenn du sie löst. Auf einer anderen Ebene, ja. Ne? Weil wir die Treppe raufgehen und dann ist die Perspektive ist anders, aber ja, die Dinge kommen alle immer wieder. Ja. Sehr, sehr schön. Du hast vorhin in deinem kurzen Insta gesagt, wir sprechen über Manifestieren. Was manifestierst du gerade, meine Liebe, und wie machst du das? Ach. Du hast das gesagt, ich wollte das gar nicht. Ja, ja, ich habe einfach so gedacht, weil Manifestieren ist einfach so mein Thema und du hast das mit dem Hut angesprochen, dass ich meinen Hut heute anziehen soll und der ist jetzt gerade ein Tag alt, also in meinem Besitz ein Tag. Und ich habe gestern genau so war es, ich habe vor ein paar Wochen, habe ich wirklich gesagt, ich will einen Hut. Weil ich einen Hut hatte von jemandem an und der mir total gut gefallen hat und dachte ich so, wow, sieht richtig cool aus. Ich will jetzt auch einen Hut, ne? Und dann habe ich, das Spannende ist, ich habe noch vor kurzem gesagt, ich hätte gerne wieder Gold, also ich hätte gerne Goldschmuck, weil ich immer Silber trage. Und jetzt habe ich schon mal einen Hut mit goldenen Ketten. Wie spannend ist das denn? Auf jeden Fall manifestieren. Du darfst wissen, was du willst. Was ist das, was ich will? Ganz, ganz konkret benennst du das, was du willst. Und ich habe gesagt, ich will einen Hut. Und ich bin gestern einkaufen und ich habe gar nicht an meinen Hut gedacht, weil der zweite Schritt bei Manifestieren ist, du lässt komplett los. Also du weißt, was du willst, aber du bist dir ja so sicher, dass das kommt, dass du gar nicht daran festhalten musst, weil du das weißt. Kann ich mal festhalten hier. Ja, du weißt, dass das kommt. Ja. Du weißt einfach, dass es kommt. Du machst dir keine Sorgen, dass du nicht irgendwie dir einen Hut kaufen kannst, ja. Weil du es einfach weißt, dass der Richtige in dein Leben kommt. Und deswegen ist es dann, habe ich komplett losgelassen, habe ich gar nicht mehr darüber nachgedacht, dass ich einen Hut wollte, obwohl ich gestern shoppen war mit meiner Tochter. Und dann habe ich aber gestern nach einem Kleid geguckt und eben, weil ich gerade dieses Kleid, was ich jetzt gerade anhabe, sehe ich dieses Kleid und denke so, wow, dieses Kleid, oh, das probiere ich an. Und dann sehe ich so wirklich mit einem Augenwinkel, weißt du, so wirklich so, sehe ich da einen Hut, aber wirklich genau nur einen, diesen Hut und ich so, oh, da ist ein Hut. Und in diesem Moment kommt es Schritt Nummer 3, empfangen. Ich nehme diesen Hut, ich ziehe ihn an und denke, das ist meiner. Mhm.
Also ich habe, bei mir gibt es ein Video zum Thema Strandkorb. Du weißt, wie viele verschiedene Strandkorb-Designs es gibt. Ja. Und ich habe einen ausgeschnitten und habe den an mein Dreamboard geklebt. Und 5 Jahre später laufe ich durch eine Messe und sehe genau diesen Strandkorb. Ja. Und ich habe den perfekten Hut gefunden. Und was manifestiere ich? Weißt du, ich manifestiere einfach Millionen, ja. Mein Slogan ist ja Let's Go Empire. Ich manifestiere einfach Tausende von Menschen, die ich begeistere, die in meinen Raum kommen, denen ich zeige, wie leicht Business sein kann, wie leicht das Leben ist, wie leicht sie Geld für sich manifestieren. Und das ist das, wo ich jetzt einfach dran bin und ich mache immer weiter. Habe ich übrigens auch schon vor 2 Jahren gemacht. Also sehr sympathisch auch. Ich finde auch, man kann das alles zusammenfassen, das im Leben. Das darf Spaß machen und vor allen Dingen ist das einfach. Es ist nur dann nicht einfach, wenn du denkst, es ist nicht einfach. Es ist alles, was du glaubst. Ja, genau. Es ist alles, was du glaubst. Ja, glaube ich, es ist einfach, es ist einfach. Glaube ich, es ist schwer. Glaube ich kann es, dann kannst du es. Glaubst du, du kannst es nicht, kannst du es nicht. Okay. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, was wir denken. Ich habe gestern gesagt, ich bin nur in einem Punkt sehr diszipliniert. Ah. Und das ist mein Denken. Mhm. Ich bin Weltmeisterin in Denken, in Bewusstdenken. Ja. Es gibt diesen einen Zitat, ich weiß nicht mehr, von wem das ist, 2% der Menschen denken, 3% denken, dass sie denken und 95% würden lieber sterben, als wirklich zu denken. Ja? Und das in der Tiefe zu verstehen, das braucht ein bisschen, aber ich weiß, dass ich ganz, ganz lange Zeit unter den 3% war, die gedacht haben, dass ich denke. Ja, okay. Und das ist also jetzt quasi noch der Eisberg in Potenz. So ungefähr. Ja, ja, genau. Das ist ja nur 5 und 95, also das mit den 2, das setzen wir da jetzt noch drauf. Ja. Und das ist auch das Geheimnis deines Erfolgs. Ich sehe das. Es ist, weil, weißt du, wenn du weißt, dass dein Denken die Energie ist, die deine Gefühle, beeinflussen, die dann dadurch deinen Körper in Bewegung setzt, deine Energiefrequenz sozusagen einstimmt, wenn du das alles weißt, dann würdest du doch sehr, sehr bewusst wählen, was du denkst. Ja, natürlich. Aber das machen die wenigsten, weil der größte Paradigm, den wir gelernt haben, ist, dass wir im Außen das, wo unsere Wahrnehmung uns was zeigt, was wir mit unseren 5 Sinnen aufnehmen, dass wir glauben, dass das wahr ist. Und dass wir anhand von dem uns ein Urteil über die Welt machen. Sag mal, wie habt ihr denn jetzt eure Kinder erzogen? Diese Weisheit, die ist ja noch frisch, ne? Die ist sehr, sehr frisch. Meine Tochter, die ist super aufsaugfähig. Ja. Also die interessiert sich gerade sehr, sehr dafür. Mhm. Und die nimmt das wirklich sehr, sehr gut auf und sie manifestiert wie eine Königin. Also, das ist toll. Ich weiß noch, als ich Tobias Beck begegnet bin, war mein Sohn 17. Und eigentlich, also das, was bei mir dann ab da so passiert ist, das war ja auch schon anders. Und das war das komplette Gegenteil von meinem Leben vorher. Aber der hat da auch gesessen wie ein Schwamm, hat nur gesehen, oh, Mutter ist glücklich, was kann ich da lernen? Ne? Ja. Weil wir müssen eigentlich nur vorleben. Ich streiche das eigentlich. Absolut, ja. Denn das mit dem Reden und Erklären und so, das ist auch alles Quatsch. Wir gehen voran und das ist ja, und das ist, da komme ich wieder, da schließe ich mal den Loop von vorhin, wo ich gesagt habe, dass viele wissen, wie Manifestieren funktioniert. Hm. Aber sie verkörpern es nicht, sie leben es nicht. Hm. Weil es braucht wirklich Mut. Es braucht Mut, voranzugehen. Es braucht Mut, sich selbst zu sein und sich so zu zeigen in der Welt, wie wir sind. Und das dann auch noch zu lieben. Unabhängig davon, was im Außen passiert. Mhm. Ich habe wenig jetzt, also
weil ich sie wahrscheinlich gar nicht wahrnehme. Wahrscheinlich habe ich Hater, keine Ahnung. Ich bekomme da manchmal, habe ich da so eine Nachricht bekommen oder so, aber also ich würde sagen, ich habe keine Hater, weil das will ich jetzt einfach glauben, ja. Wenn es da irgendwelche Leute gibt, die mich doof finden, die nehme ich gar nicht wahr, die sind gar nicht in meinem Feld. Ja, es interessiert mich auch nicht. Warum? Weil ich heute den Glaubenssatz habe, das, was ich mache, ist so gigantisch, das ist so bombastisch, das hilft einfach jedem, der bereit ist, sich helfen zu lassen, der einfach auch bereit ist, diese Next Steps für sich zu gehen. Aber es ist freiwillig, weißt du, ich will es keinem überstülpen. Das ist mir egal, ob du, weißt du, ob du das magst oder jemand anders es mag. Ja. Mein Leben ist immer noch geil. Ja. Ja? Super. Also ich glaube auch. Also letztendlich geht es ja nur darum, ob du glücklich bist. Und weißt du was? Wir machen alles für uns selbst. Ja, und wenn erst für uns. Aber wir haben es nicht gelernt. Wir haben gedacht, du musst immer für andere. Schau mal, die ganzen Paradigms jetzt gerade in den letzten 2 Jahren. Du musst Verantwortung für andere übernehmen. Nein, das ist nicht mein Glaubenssatz. Ich übernehme Verantwortung für mich. Ja, ich reite da gerade mal wieder voran. Was, ja, sehr, sehr toll. Genau. Wir müssen nur mit uns im Reinen sein. Beate. Ich warte noch auf die Eingebung für ein geiles Finale, aber wir wirken einfach so. Mir fällt hier jetzt finaltechnisch nichts ein. Fällt dir was ein? Was meinst du unter Finale und was? Ja, keine Ahnung. Also ich würde jetzt sagen, ich habe gesagt, wir machen 30 Minuten, wir haben jetzt 42 oder so. Nein, ich will ja auch, also Energie war bis jetzt hoch, deswegen, wenn wir jetzt hier wieder das Thema wechseln, machen wir lieber einen neuen Podcast. Alles gut. Vielleicht schließe ich mal das, weil das auch so geile Vorlage ist für, ne, also was für eine Erwartung wir dann haben. Weil wie oft wir auch genau aus solcher Erwartung heraus irgendetwas machen und wir glauben, wir bräuchten jetzt ein Finale. Ja? Ja, gut, wie ist jetzt das richtige Finale? Hm? Und deswegen gebe ich dir jetzt mal einen Abschluss, also was jetzt für mich als Abschluss geil passt, ist, was wäre, wenn wir das wählen, was uns komplett Spaß macht? Wenn wir einfach nur das wählen, was mir Freude macht. Wenn das gerade so wäre, dann wär's so. Aber schau mal, jetzt macht mir das Freude, das mit euch zu teilen. Folge deiner Freude, weil alles folgt der Freude. Frag dich immer, macht mir das gerade Spaß, was ich gerade mache? Ist es wirklich das, was ich schon immer machen wollte? Und wenn nicht, dann ändere es. Da habe ich heute Morgen im Wald einen Podcast zu aufgenommen. Geht ja gar nicht. Das so siehst gut. Du, ein geiles Finale, oder? Ja, diese Verbindungen, ich finde das ganz, ganz toll. Liebe Beate, genau, Erwartungen bringen uns um, den Verstand. Erwarte das Beste, aber habe kein klares Bild darüber, was das Beste ist, weil sei offen, dass es noch besser ist, als du erwarten kannst. Ja, genau, wenn ich sage, Erwartungen bringen uns um den Verstand, dann ist das ein Glaube, der ist scheiße. Und wenn du sagst, dein Thema Erwartungen, du siehst das anders, genau so ist das. Und so können wir das deswegen, jetzt weiß ich, was ich zum Schluss sagen soll. Es lässt mich nicht los. Diskussionen können wir führen, wenn wir Freude daran haben. Aber wir sollten nicht auf ein Ergebnis warten. Weil ich will doch die Meinung des anderen gar nicht ändern. Diskutieren ist okay und dann ist die Diskussion bereichert, aber nicht das Ergebnis, finde ich. Ja. Also, ich danke dir ganz doll, dass du bereit warst, mit Hut zu kommen. Ich habe nur einen einzigen Hut und ich wollte nie einen haben, weil ich immer die Auffassung hatte, das steht mir nicht. Und als ich auf Bali war vor 3 Jahren, habe ich gedacht, ich gehe hier kaputt, ich brauche einen Hut. Ich liebe meinen Hut. Ja, aber ich habe immer gedacht, oh, meine Mutter, die hat so einen Hutkopf und der steht das total und ich sehe immer Panne aus. Ja, was für ein... Es ist das, was du glaubst. Genau. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir noch einen zauberhaften Tag. Alles, was ich dir vorher versprochen habe, schicke ich dir jetzt hinterher. Also ich brauche noch ein paar Sachen von dir, wo du die Menschen hinhaben möchtest. Und ja, ne? Weil das soll ja auch dir was bringen hier. Ich meine,
mir vielleicht auch, aber ich übe noch an den Formulierungen. Ich wünsche dir einen Zaubertag und danke dir. Du danke sitzt dir, liebe Silvia. Wie eine Göttin mit Hut sitzt du da jetzt. So, jetzt muss ich hier drücken auf.